You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take the words and walk away. Hallo und herzlich willkommen auf Minecraft. Und du siehst schon, wir spielen wieder Minecraft. Und auf jeden Fall möchte ich gerne euch bei dir danken, auch für dass ihr auch richtig coole Videos und meine Videos anschaut. Und auf jeden Fall möchte ich heute diesen Weg fertig kriegen, weil wir lange nicht mehr den gekriegt haben. Wir haben jetzt Kies geholt aus der Grube, aus der Höhle. Und wir haben, glaube ich, jetzt noch genug grobe Erde, noch ein Stück. Und ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen craften, aber das ist kein Ding für uns. Denn wir haben noch natürlich ein Crafting-Table auch dabei. Ich möchte gerne, dass der Weg halt hier lang verläuft. Und dann sich auch hier splittet. Splittet. Okay. Hier ist Eingangstor. So, vielleicht kann es sein, dass es ein bisschen zu laut ist, der Sound. Es tut mir dann so leid. So, machen wir es hier ungefähr. Und dann machen wir hier den Weg halt so hin. Ich habe aber zu viele Schaufel gemacht, ja, auf jeden Fall. Werde ich die, glaube ich, nächste Folge dann wieder entsorgen oder gucken, was ich mit machen werde. Auf jeden Fall muss ich noch die Steuerung wieder klar aus. Dabei habe ich aus Versehen auf die Leertaste gedrückt. Das war mein Fehler. Und wir müssen noch ein paar Laternen hier mit reinbauen. Und ja, ich finde Minecraft richtig nice. Und ja, Leute, es kam jetzt kommen Videos, weil ich mache Minecraft-Videos mal einmal in der Woche. Es tut mir auch sehr leid, aber ich versuche es halt wie möglich so schnell neue Folgen auszubringen, wie ich halt Zeit habe. Und wir brauchen keinen Crafting Table, ist mir letzte Folge aufgefallen, dann können das alles hier craften. Ja, so, 2x460 wird auf jeden Fall reichen. Probe Erde, so. Ja, ich bin mir freut, es ganz gut zu hören, dass ihr mich noch meine Let's Play auch anguckt. Das finde ich richtig gut. Und mein Livestream auch manchmal vorbeischaut, das finde ich auch richtig nice. Und ja, meine Grüße gehen raus an Lukinatoman, der meine Videos auch kommentiert. Das finde ich auch ganz cool. Und auf jeden Fall sind wir schon 265 Abonnenten. Finde ich ganz gut. Also wir sind schon größer geworden. Mir ist aufgefallen, dass ich hier auch so stimmt. Das müssen wir noch bis hierhin, genau, Doppeltor. Bei den Schweinen, obwohl sie noch zu zweit sind. Ich werde heute noch die Tiere noch vermehren und... Ja, warum ist hier kein Tor? Ich weiß nicht, warum hier kein Tor ist. Naja, machen wir trotzdem genauso, ein bisschen eben ist. Den Weg. So, es ist langsam dunkel wieder. So, Leute. Schöner Weg, weil Laternen noch reingebaut werden. Dann müssen noch die Tiere vermehrt werden. Und ja, das werden wir natürlich noch alles heute tun. Zack. Ich glaube, wir legen uns gleich schlafen. Bringen die Erde weg, die wir brauchen. Und werden dann ein paar Laternen aufbauen. Auf dem Weg und beim Stall halt. Und noch die Tiere vermehren. In dieser Folge. So, machen wir die Tür auf. Nicht vergessen, Brot zu essen. Das wird gegreimt. So, Erde wegbringen. Grobe Erde packe ich ehrlich gesagt auch zur Erde. Das gehört auch zur Erde halt. Dann machen wir extra einen Reiter nur für grobe Erde. So, 10 Stück, perfekt. Und Kies haben wir woanders drin gehabt. Erze haben wir noch. Diamanten haben wir noch 18 Stück. Wir haben noch richtig viele Diamanten. Wir haben das Schwert noch gar nicht benutzt, weil wir es wenig eingesetzt haben, weil wir wenig gekämpft haben, weil wir nur immer hier waren. Auf jeden Fall möchte ich gerne auch kämpfen wieder mal gegen verschiedene Monsters. Und ich freue mich schon auf die 1.12, wo wir noch bekommen eine Papageie und noch. Ich glaube, wir bekommen noch Lama bekommen wir auch in der Pocket Edition. Wie auf dem Kernkraft-Kanal vielleicht verfolgt. Wenn nicht, dann schaut mal vorbei. Findet eine Infokarte oder einen Abspann also des Videos. So, schön geschlafen. Muss ich dann ein bisschen Weizen holen. Ein bisschen Tiere vermehren können. Die 10 würden schon ausreichen. Dann nehmen wir ein bisschen Lama mit. 12 würden hier auch ausreichen. Und wir brauchen Karotten, damit wir halt auch die Schweine vermehren können. Denn wir haben hier einen kleinen Farm hier aufgebaut. Die möchte ich auch später noch automatisch machen, wie bei unserer Weizenfarm. Kartoffeln essen eigentlich, glaube ich, noch keine Tiere. Denke ich. So. Die Blume können wir einpflanzen, wenn wir so nett sind.
Fackel brauchen wir so nicht, muss haben. Okay, hier hin. So. Tür zu. Und Laternen wollte ich natürlich auch noch bauen. Hol ich ein bisschen Holz für unsere Stäbe und Glowstone. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Glowstone übrig. So, ich glaube, wir nehmen die einfach. Die werden halt passen. Und Falltüren werden auch nicht so schlecht. Mal gucken, wie viele Falltüren wir rausbekommen. 6 Stück. Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Wenn es nicht reichen wird, muss ich ein bisschen Holz holen. Holz holen. Ist eigentlich auch nicht das große Ding. Ja. Die können unsere Kiste reintun. Genau. Glowstone wollte ich, genau. Mosseltruhe ist nichts. Essenstruhe, alles was drin, vielleicht im Ofen, ja. Top packen wir hier rein. Nether. Ich glaube, wir müssen Glowstone holen. Oder haben wir in die Erzkiste gepackt, das Ganze? Ja, 5 Stück in die Erzkiste, genau. Wusste ich noch. So. Lass uns jetzt bauen gehen. Let's go to craft. So werden ja halt die anderen Reihen auch sein hier. Links sind halt die ganz normalen von unseren Farmen. Können theoretischerweise hier noch eine bauen. Machen wir am besten hier hin. Ich glaube, die sind 2 hoch oder 3 sind hier hoch. 3 hoch, ja, 3 hoch. So, oh, ups. Einmal rauf. Hallo. So, 2 und nein. Holz haben wir genug. Alter, was ist das denn hier? So, jetzt und den Glowstone draufsetzen. Ich glaube, das ist perfekt. Guckt mir halt das Ganze mal an. Ist egal, wie sie rankommen. Oben und unten. Ist ja völlig egal. Sieht schon mal schick aus, ehrlich gesagt. Dann machen wir hier hinten noch eine Laterne. Könnten wir hier platzieren eine. So, eins. Ich muss wieder raufkommen. Stimmt. Vielleicht schaffe ich den Sprung hier des Lebens. Sprung des Lebens. Nein, komm. Oh, perfekt. Und die Glowstone-Lampe nehmen. Zack. Und da sind sie. Und wir brauchen auf jeden Fall Holz, damit wir halt die Falltüren einsetzen können. Das muss ich auf jeden Fall noch klären und ein paar Falltüren holen. Am besten mache ich noch hier eine hin. Eins. Ah, genau. Megasprung brauchen wir. Zack. Oh. Na, ich habe mich zu weit gesprungen. Komm, ja, okay. 2, 3. Und Lampe. Und wir machen auf jeden Fall hier welche in der Mitte rein. Wir können zum Beispiel so hier eine hinsetzen. Problem ist, wir kommen jetzt nicht drauf. Oder wir setzen Crafting Table und Springer drauf. Ja, das haben wir gerade dabei. Sonst haben wir jetzt keinen Block, was wir wieder verwenden können. Und der Glowstone hat uns eine perfekt gereicht. Brauche ich gleich wieder. Dann werden wir den nicht kaputt kriegen. So, denn hier brauchen wir. Das brauche ich auch. Und die Lampe hier nochmal auf. Zack. Perfekt. Crafting Table wieder einsacken, mitnehmen und verpacken. Spaß. Okay, gut. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch Falltüren ran. Du und du. So, jetzt kommen. Ach, die beiden mögen das, genau. Kann ich da 5? Nein, 4 eigentlich theoretisch. Also 5 Stück.
So, wenn er halt hier richtig viele Sachen bekommt. Schnell verschwenden. Nein. Oh. Oh, wir haben es geschafft. Ja, Leute. War knapp, knapp, knapp. Die essen das sowieso nicht, das hier. Die essen die Samen. Von neuen Geräuschen, wie die rumlaufen. Neue Geräusche. So, alles leer. Oh, wie viel. Hier müssen wir auf jeden Fall eine automatische Hühnerfarm bauen. Aber ich finde, dass Tiere hier eigentlich genug Platz haben müssen, um sich frei entfalten zu können. Wir haben jetzt schon viele Sachen eingeerntet von denen. Schweine sind mehr gekommen, was nicht dazu. Also wir haben jetzt schon mehr Schweine bekommen. So. Auf jeden Fall will ich gleich kurz die Ernte wegpacken, bisschen Holz fällen gehen und mal schauen, nächste Folge mal das Feld mal arbeiten. Ja, wie immer. So. Das kommt da rein. Wir müssen noch Holz holen, genau. Holz holen für die Druckplatten. So. Eine Axt, da sind zwei Äxte dabei. Ich packe ganz kurz die Karotten mal wieder weg. Wir brauchen die natürlich nicht. So. Gehen wir, glaube ich, ein bisschen da hinten rein in den Wald. Nehmen wir also so ein Schwarz. Puh, weiß nicht, ob ich sie nehmen würde. Der dauert schon viel zu lange, ganz abzubauen. Nehmen wir also einen ganz normalen Baum. Es gibt dann nur eine Sorte der Druckplatten. Hier ist ein bisschen nice Höhle, ey. Nice. Ich glaube, ich bin hier zum ersten Mal oder so. Weiß nicht. Auf jeden Fall werden wir gleich dann das Ganze fertig machen und mal gucken, was wir dann machen würden. So, gehen wir nach unten, chillig. Da ist noch ein Baum, den hinteren nehmen wir mit. Auf jeden Fall muss ich hier noch viel, viel mehr Bäume pflanzen bei uns in der Nähe. Will ich auf jeden Fall noch tun. Die sieht hier ganz, die ganzen gerade Fläche hier. Hier können wir noch ein Haus hinbauen oder sowas. Können wir alles machen. Windmühle, eine richtig nice Windmühle kann sein. Windmühle. Genau, Windmühle passt. So. Zack. Wir bräuchten nicht so viele Truhe. Druckplatten eigentlich. Okay, das sind doch viel zu wenige. Und das würde reichen. Das restliche Holz packe ich mal wieder in die Kiste rein. Die will ich hier rein, genau. Brote muss zwischendurch essen. Auf jeden Fall müssen wir uns auf jeden Fall nicht mehr um Nahrung kümmern. Wir haben genug Brot und Weizen eigentlich in der Truhe liegen. Und wir könnten auch zu Not dann unsere Tiere schlachten, wenn es richtig, richtig hart wird für unser Leben. Also Minecraft-Leben natürlich. Wenn wir richtig viel wenig Essen haben oder so, müssen wir uns leider unsere Tiere schlachten, nur nicht alle. Damit nicht alle wieder von vorne anfangen und neu anpflanzen muss oder neu vermehren muss. Darauf habe ich auch keine Lust. So. Dann machen wir noch drin die zwei Lampen. Dann würde ich sagen. So, perfekt, es ist sogar noch abends, also dunkel. Finde ich schön. So. Gut. Dann gehe ich schnell nach Hause. Schnell nach Hause. Zack, nach oben. Und ja Leute, vielleicht möchte ich gerne noch vielleicht andere Spiele spielen auf diesem Kanal. Schreibt mir im Kommentar, welches Spiel ich noch spielen soll, außer Minecraft, auf meinem Kanal jetzt spielen soll. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euer Aincraft, schaut gerne bei Kerl vorbei, da habe ich noch coole PE-Videos. Euer Aincraft, ciao, ciao.